Hey Leute, ich hoffe, die Bremsen sind geölt und willkommen zu einem neuen Moto-Vlog auf meinem Kanal. Ist zwar jetzt erst der dritte, glaube ich, aber jetzt ist einfach der Winter gekommen. Ihr seht alle Blätter weg, ihr spürt es wahrscheinlich und vermisst das Motorradfahren. Ich habe heute mal das einigermaßen gute Wetter genutzt. Trockene Straße und kein Schnee, nur ein bisschen Frost. Hab mich komplett warm angezogen nach Zwiebelprinzip und dachte mir, ich fahre heute mal eine Runde. Ich habe jetzt auch Winterhandschuhe an, so Lederhandschuhe von meinem Vater stibitzt. Die sind relativ warm. Ich hoffe, die halten mich warm. Noch spüre ich nichts. Hier ist die Straße ein bisschen vereist. ich bin jetzt gerade erst am Losfahren und habe heute mal wieder ein Thema rausgesucht. Und zwar, warum ich alte Motorräder so cool finde. Da habe ich schon mal ein Video dazu gedreht, aber da habe ich die ganze Zeit nur den Tank gefilmt und dachte mir, ja, das kann ich so nicht hochladen, mache ich nochmal. Und dann kommen wir auch einfach schon mal zum ersten Punkt, warum ich alte Motorräder so cool finde. Die Dinger laufen ewig. Also ich weiß nicht, ich glaube bei Harleys oder ähnlichen Motorrädern mit viel Hubraum ist es noch genauso. Aber das Ding hat 650 Kubik und jetzt gedrosselt 48, aber ich glaube offen auch nur knapp 60 PS. Da hast du kaum Kompression und der Motor wird nicht gequält und so, das Ding fährt einfach für immer. Dann Drehzahl geht wie beim Auto nur bis 8,5. Also das ist komplett im unteren Bereich, komplett vertretbar. Also das Ding fährt wahrscheinlich länger als die meisten Autos, die heutzutage gebaut werden. Das ist einer der ersten Gründe. Und jetzt kann ich hier gleich mal rausfahren, den zweiten Grund zeigen. Das ist auch was. Ich gebe gerade kein Gas und bin trotzdem bei 2000 Umdrehungen. Das liegt daran, dass ich hier einen Choke habe. Das hat kein neues Motorrad. Kein neues Motorrad hat einen verdammten Choke. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass mein Motorrad das hat. Und ich komme nicht in Neutral. Jetzt aber. Jetzt steige ich den Kollegen mal ab. Ich mache ihn mal nicht aus, weil das ist halt Winter und ich habe jetzt gerade schon 10 Minuten gebraucht zum Anmachen. Das ist ein kleiner Nachteil bei so alten Dingern. Aber ich hoffe mal, ihr seht es hier auf der Kamera. Ich habe hier dieses Benzinhähnchen. Ich kann hier auf Ausschalten, ich kann auf Reserve schalten und ich kann auf Anschalten. Das ist übel cool, finde ich, also ein geiles Feature, das haben neue Motorräder nicht. Und das ist übelst cool, wie gesagt, hier der Choke, das ist auch eins der geilsten Features. Ich weiß nicht, ob das jedes alte Motorrad hat oder halt nur die richtig alten. Was ich noch gleich zeigen könnte, das Motorrad ist jetzt hier im Winter nicht angegangen. Ich habe vor ein paar Wochen auch schon mal probiert, Motorrad zu fahren und da ging es nicht an. Und das liegt daran, dass es ein Vergaser-Motorrad ist. Die klingen übelst stabil, aber das Problem ist, ich habe hier so eine Vergaserschraube. Da muss ich euch wahrscheinlich eine kleine Randinfo geben. Vergaser muss man im Sommer und im Winter einstellen, weil die im Winter kriegen die natürlich weniger Luft und im Sommer mehr. Und das musste ich einstellen, also die Luftzufuhr musste ich einstellen, damit es im Winter überhaupt angeht. Wusste ich selber auch nicht, habe ich jetzt aber gemacht. Im Frühling muss ich dann wieder umstellen auf weniger. Das Luft-Benzin-Gemisch muss ich dann wieder einstellen. Jetzt im Moment läuft es richtig gut. Ich habe natürlich auch noch den Choke drin, dass es jetzt nicht direkt wieder ausgeht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein geiles Feature. Oder was heißt ein Feature? Das ist eigentlich was, wo man sich auskennen muss. Zum Glück habe ich da ein bisschen Kenntnisse. Ich habe auch ein YouTube-Video dazu angeschaut. Zum Vergaser einstellen. Jetzt läuft die Karre. Standgas muss man, also beim Vergaser einstellen muss man dann auch Standgas ändern. Da habe ich hier seitlich unten neben meinem Knie eine Schraube. Und dann läuft die Karre. Wenn man Bock auf Schrauben hat und so, dann ist das auf jeden Fall ein cooles Feature. Sonst ist es eher problematisch, wenn man nicht so viel Ahnung hat. Aber die meisten fahren dann wahrscheinlich auch mit dem alten Motorrad im Winter weniger. Und das waren dann auch schon
zwei große Punkte. Vor allem das mit dem Gashahn finde ich ziemlich cool und das mit dem Choke. Es ist einfach so, man hat ein bisschen was zum Arbeiten beim Motorradfahren, ein bisschen Spielereien. Ich fahre hier rechts. Kann nicht jeder von sich behaupten, dass er sowas hat. Dann der nächste Punkt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier hört. Ich glaube, mit Kopfhörern hört man es recht gut. Hat das Motorrad einen kranken Sound. Obwohl das Motorrad schon so neu ist, dass es einen Cut hat, also einen Katalysator, ist es trotzdem schon noch alt genug für großen Hubraum und wenig Power. Und dadurch hat es auch einen extrem geilen Sound. Wahrscheinlich mit Kopfhörern hört man es recht gut. Zumindest habe ich das beim Schneiden so wahrgenommen, beim letzten Video. Aber ich kann auch gleich nochmal stehen bleiben und euch den Sound so präsentieren. Ich fahre einfach kurz da schnell auf den Parkplatz. Hier im Hintergrund seht ihr auch noch den Rhein. Stelle ich mich einfach mal kurz hin. So, jetzt zeige ich euch schnell den Sound. Und zwar mache ich schnell das Visier auf. Also ihr hört, klingt übelst geil, ist halt Vergaser-Sound. Jetzt wird die Karre auch langsam warm und wir drehen noch ein Ründchen. Visier wieder zu, Ständer muss natürlich hoch. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar hat das Ding untenrum Drehmoment wie behindert. Es hat einfach hohen Hubraum, wenig PS, dadurch zieht es halt untenrum doppelt so gut. Was einfach beim Fahren viel Spaß macht, ich muss nicht immer so hoch drehen. Und wenn ich hoch drehe, dann geht es immer noch ab, das ist auch richtig cool. Und einfach komplette Drehzahlband ist bei mir nutzbar, so ab 2500 bis 8-9 kann ich drehen und habe die ganze Zeit Spaß. Ziemlich cool, kann man auf jeden Fall genießen. Ist einfach nice. Einfach generell alte Motorräder machen Bock zum Fahren, weil du einfach immer was zu tun hast. Da ist noch dieses unrunde Laufen, es vibriert die ganze Zeit irgendwas und es ist einfach, der Sound ist geil, das Fahren macht Spaß. Es ist nicht ganz so wendig wie ein modernes Motorrad, weil es einfach mehr wiegt. Und auch beim Ausparken oder in einem Graben oder so ist es ein bisschen unpraktisch. Aber sonst macht es einfach ultra Bock, so ein altes Ding zu fahren. Und der nächste Punkt, was eigentlich kein wirklicher Punkt ist, sondern es ist einfach so eine kleine Spielerei. Ich kann, wenn ich den Choke komplett reinmache und in einem, keine Ahnung, jetzt bin ich glaube ich im dritten Gang, kann ich hier den Choke komplett reinhauen und könnte vom Gas gehen, weil dann die Drehzahl automatisch so hoch gehalten wird, dass ich quasi freihändig Gas geben kann. Das hat kein neues Motorrad, aber es ist auf jeden Fall übelst, übelst cool. Jetzt kann man ein bisschen brezeln. So, ich denke mal, ich biege hier vorne irgendwo mal ab. Ich habe nämlich schon wieder keinen Plan, wo ich mich hier aufhalte. Dann einer der geilsten Punkte eigentlich, und zwar, also das ist zumindest was ich ziemlich cool finde, an neuen Motorrädern kann man Licht und sonstige Sachen nicht ausschalten, da ist alles elektronisch und keine Ahnung was. Und wenn dann die Batterie ein bisschen leerer ist oder im Winter durch die Kälte einfach nicht mehr so stark, kann es sein, dass man den Karren nicht mehr ankriegt. Und bei mir ist es so, ich kann alles ausschalten, meine Tacho und Drehzahl ist sowieso analog. Und die paar elektronischen Sachen kann ich ausschalten. Also ich habe einen Elektrostarter, der braucht noch Strom, aber den Rest kann ich einfach komplett abschalten. Und das ist eigentlich echt cool, wenn dann die Batterie mal ein bisschen schwächer ist, kriegt man den Karren trotzdem an, wenn man einfach Licht und sonstige Sachen ausschaltet. Also gerade hier kann ich einfach das Licht ausschalten. Dann haben alte Motorräder im Generellen einfach den, was heißt cooles Feature, einfach die Möglichkeit, man kann alte Motorräder extrem gut zu Coffee Racern umbauen. Das hier tatsächlich jetzt eher weniger, das ist, habe ich schon nachgeschaut, da gibt es Umbauten, aber ist halt sehr viel Aufwand.
aber es gibt andere alte Motorräder, bei denen das echt gut geht. Und ja, das ist einfach geil. So alte Motorräder sind einfach cooler zum Umbauen. Du hast nicht so viele Einschränkungen und sowas. Zum Beispiel ein Kollege hat ein noch älteres Motorrad als das hier und er darf sogar komplett Straightpipe fahren, weil sein Motorrad so alt ist, dass er keine Lautstärkebegrenzung hat, Beschränkung hat. Und er kann einfach quasi Straightpipe fahren. Das ist auch noch okay, da rennen einfach Hühner auf der Straße rum, auch entspannt. Genau, das ist eigentlich recht cool. Ich biege jetzt hier mal ab. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wo ich lang fahre, weil ich halt, also ich komme eigentlich aus Stuttgart und jetzt fahre ich halt in der Umgebung von Schaffhausen rum und ich wohne erst seit einem Jahr hier und habe einfach noch absolut keinen Plan, wo man hier lang düsen kann. Vor allem, weil ich erst Mitte vom Sommer Führerschein gemacht habe. Oh, hier ist innerorts tatsächlich. Genau, da muss ich mir echt noch eine Bikergruppe suchen, die mich hier ein bisschen rumführt. Aber ich denke mal, wenn ich der Nase nachfahre, komme ich irgendwann an. Dann, weil ich jetzt ein paar Positivpunkte genannt habe, muss ich auch ein paar Negativpunkte sagen. Zum Beispiel habe ich einfach keine Tankanzeige. Das heißt, wenn mein Tank leer ist, leuchtet da vorne dieses Öllämpchen auf. Hier diese Lampe, die leuchtet dann nachher rot, wenn der Tank leer sein sollte. Dann ist einfach vorbei. Also wie gesagt, ich habe noch ein Reserverädchen, das habe ich ganz am Anfang noch gezeigt. Dann kann ich dann nochmal 50 Kilometer fahren, aber so pauschal kann ich einfach nicht einschätzen, wie viel Sprit ich noch habe. Kann in manchen Situationen ein bisschen unpraktisch sein, aber man überlebt schon. Aber das ist an sich eigentlich auch schon das Einzige, weil ansonsten finde ich so, ich finde Schrauben cool, ich finde alte Motoren cool und ich komme einfach richtig gut mit dem Ding zurecht. Gerade eben, weil es so wenig Features hat, da muss ich auf nichts achten, kann einfach rumfahren. Es ist solide, da geht nichts kaputt oder so. Und bockt sich einfach extremst. So, jetzt könnt ihr noch ein bisschen hier die Aussicht genießen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Im Frühling kommen auf jeden Fall mehr Videos. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den Temperaturen nochmal die Motivation finde, mich aufs Motorrad zu schwingen. Außer es scheint wirklich mal richtig die Sonne. Naja, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr alte oder neue Motorräder cooler findet. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.